Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Destruction Derby Arenas. Jawohl. Und genau, liebe Leute, wir sind mittlerweile bei beim letzten Meisterschaftsabschnitt von Set angekommen. Und ja, haben uns in der letzten Folge halt unsere neuen Abo-Teile mit der Schaufel vorne dran abgeholt. Damit die Leute schön aus dem Weg räumen können. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Casino Nummer 2. Mit Streckenchampion Carver. Das wird schwer. Casino 2, doppelt oder nichts, enthält mehr Tücken als ein Stud-Poker-Spiel. Achten Sie auf Ihre falsch spielenden Gegner. Die wollen in jeder Kurve Ihre Chips einsacken. Yep, das ist in der Tat eine sauschwierige Strecke, Freunde. Also das wird jetzt heftig, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, aber geile Mucke hier wieder. So, da ist die Box, aber naja, gut. So, dann machen wir mal weiter, würde ich vorschlagen. Jo. Ah. Und genau, hier die Dinger, die kann man kaputt fahren, alle. Ich finde das so geil, dass die hier, ja. Genau, der Effekt hier. Hier lacht uns einfach einer aus. So. Mach sie fertig, ja. Machen wir auch, aber. Ach, verdammt. Ja. Die Rennstrecke ekelt sich offensichtlich vor Spinnen. Ich ekle mich auch vor Spinnen. Ah, so. Okay. Jawohl. So, warm. Der hat doch schon überrundet. Mensch, Carver. Junge. Der hat uns schon überrundet, der Typ. Wie verrückt ist der denn? Junge, Junge, Junge. Okay. Oh, so, Carver. Können wir den killen vielleicht? Ah, schade. Oh, das wäre zu gut gewesen, wenn wir den jetzt gekillt hätten. So. Warum läuft das Spiel eigentlich so langsam? Oder ist das einfach Sets Wagen? Ich glaube, das ist Sets Wagen, ne? Okay. Bam! und Carver hat einen Kill gekriegt. Okay. Und ja, genau. Und hier und. Cool. Ja, sehe ich auch so. Aua. Ja. Na, fahr doch. Komm. Beweg dich. Du bist so ein langsam, Kerl. Akaba wurde gelähmt. Ah, verdammt. Können wir den? Warum setzt du mich auf die Mitte der Strecke ab? Ja. Ah, das war so knapp. Den hätte ich gerne gekillt, ey. So. Oh, Mann. Oh, da ist noch eine Box, die wir bei uns einsammeln. Aber wobei, ich glaube, wenn wir genügend Punkte sammeln. Au. Oh. Das ist echt ein Schlachtfeld hier, wie das aussieht teilweise. Okay. Ja, die Kommentare sind so geil hier. So, einfach weiter. Und yo. Doch, die kann man kaufen. Aber es sieht platzierungsmäßig tatsächlich echt schlecht aus. Punktemäßig sieht es sehr gut aus. So, hier und bang. So. Ich habe das Gefühl, es läuft ein bisschen langsam, oder? So, einmal aktiviert. So, und genau. Einmal hier Lähmung. Läuft das langsam oder meine ich das nur? Nee, es geht. Tatsächlich, es geht. Set ist einfach ein bisschen langsam. Okay. Gut, dann hier einmal. Ach, verdammt! So. Genau. Ja, Plompen, habe ich ungern tatsächlich, aber. Ja, gut, wisst ihr was? Wir werden sowieso nicht mehr Erster. Bam. Wir holen uns einfach mehr Punkte. Ich meine, wir qualmen schon. Aber wir fahren mal falsch rum. So, und crashen dann die Leute, die uns hier entgegenkommen. Ja. Ah! Ah! Yes! Yes! Okay, nicht schlimm. Wir haben Carver gekriegt. Ah, oh, geil! Beim ersten Versuch! Beim allerersten Versuch! Oh mein Gott, wie geil! Geil! Okay, das war stark. Okay, Subway. Den Kerl möchte ich auf jeden Fall haben, Crane. Das Auto ist richtig krass. Wie kann man am besten auf seine Gegner stehen? Zerstörung und jagen
Gepolstert und gefedert. Yo. Nehmen Sie die U-Bahn. Ja, warum denn nicht? Also. Gut, okay. Wieder. So, Leute. Und hier. Ja? So, da ist der Zug. Diese Strecken sind einfach so krass. So, der Crane in diesem Level ist extrem schnell. Das heißt, wir müssen am Anfang tatsächlich. Scheiß mal auf die Punkte erstmal. Wir müssen Crane kriegen, weil ihr seht, der ist schon weg. Der ist schon weg, der Kerl. Oh. Ach. Verdammt. Oh, Leute, jetzt lasst mich doch mal. Nein. Nicht so runterfallen. Ich versuche Crane nämlich tatsächlich einzuholen. Oh. Oh, Gottes Willen. Ihr seht das, der ist nämlich schon. Der ist ungefähr schon wieder eine halbe Runde vorne oder so. Das ist einfach unnormal mit dem Kerl hier. Mit dem Crane. Ich will den einholen. Ich scheiß erstmal auf die Punkte. Ich möchte Crane einholen. Mensch, Seth, du bist aber auch echt. Oh, extrem langsam. So. Hol dir den Nitro Boost und hier. Und fahr. Ach, mein Gott. Und hier, zack. So. Energieverlust, ja. Kriegen wir die Punkte? Ja, sehr gut. Mensch, Yin Yang, geh weg. Und Crane, wo bist du? Oh, weicht im Zug aus. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Oh, hat mich gelähmt, die Sau. Die Sau hat mich gelähmt. So, aber wir haben ihn eingeholt. Sehr gut. Das heißt, wir können uns jetzt um Punkte kümmern. Bang. So. Und, ah. Boah, ist der schnell. Ist der schnell. Ja, dran vorbeigefahren, ich Idiot, natürlich. ja, das wird hart. Aber, wie gesagt, das ist die letzte Stage jetzt. Punkte! Jawohl. So, und wir sind Erster. Wir haben ihn tatsächlich eingeholt. Oh, au! Voll erschrocken, ey. So, schlechte Karten, ja, das stimmt. Wenn der Crane jetzt weiter entkommt, dann haben wir echt schlechte Karten. Aber es sieht tatsächlich so aus, ja. Oh nein, lass doch meine Rakete. Ah, da ist er, da ist er. Shit. Nein. Ah, den kriegen wir nicht mehr. Okay, den kriegen wir nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns hier umdrehen. Und Leute crashen. So. Ja. Gut. Okay. Punkte. Schau ich mal den Boost an. Ey, ist richtig krass aus, ja. Okay, den Crane haben wir nicht mehr gekriegt, leider. Danny. Da kommt Brennan. Brennan. Yo. Alles klar. Ich auch nicht. Oh Mann. Ach Mann. Weicht die alle aus. Ja, das ist, okay, und bang. So. Boah. Marco. So, wir müssen einfach auf die Leute warten. Wir sind mit 100 Punkten im Rückstand. Was? Okay. Wir müssen einfach weiter crashen. Oder uns crashen lassen. Genau. So. Ich kämpfe mit harten Bandagen. Ich kämpfe auch mit harten Bandagen. Wie ihr seht. Big Tim siegreich. Auch ein geiler Name, ey. So. Oh ja. So, haben wir das jetzt? Oh, na komm schon, beweg dich. So. Guck mal, da kommt die reingeflogen hier. So, bang, bang. Sieht schon gut aus, eigentlich. Sieht eigentlich schon echt gut aus mit den Punkten. Oh ja, 60.000. Ich meine, das ist jetzt zwar nicht mehr der Stil, aber. Oh! So. Oh Gott. Wir sind fast kaputt. Oh, wir sind fast kaputt. Das heißt, wir müssen eigentlich ins Ziel fahren. Ja, dann. Ich meine, 65.000 Punkte, die reichen. Die reichen locker. Dann fahren wir. Oh, Alter. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wir fahren einfach ins Ziel. Lass mich einfach in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe, Leute. Gott, bitte nur einmal. Lass mich in Ruhe. Ah, danke. So. Und wir haben Crane. Oh, auch beim ersten Versuch. Okay, was ist heute los?
Was ist heute los? Echt gut, muss man sagen. Wie das hier läuft. So. South Central 2. Ja, da sind wir... Ach, meine Güte, das geht doch nicht schnell. Okay. Underdog. Krasser Typ. Die Straßen hier in South Central sind seit dem letzten Mal sogar noch fieser geworden. Wo wir schon von Raubüberfällen sprechen. Die tolle Lackierung weiß bei diesem Tempo sowieso niemand zu schätzen. Ja, das stimmt. Ach, die Kommentare. Herrlich. So, dann geht's mal los hier. Jawohl. Bang. So. Jawohl. Jawohl. Haben wir direkt wieder hier ein Breitschwert, genau. So. Hier direkt wieder Action. So. Diese Musik hier, ey. Crash oder Cash, geil. So, na dann holen wir uns mal den Underdog. So. Bum, bum, bum. Oh. So. Ja, wir brauchen echt ein schnelleres Auto. Also, das Set ist ja wirklich nicht gerade schnell. Der wird ja von allen überholt hier. Komisch, aber wenn ich gegen den spiele, dann ist der immer mit einer der ersten. Ah, so ein. Nein! Ah, verdammt. Ich wollte eigentlich den Reifen behalten. So. Und. Jawohl. Ah, wir bräuchten eigentlich nochmal ein paar Pünktchen. Aber. Ja. Ja, sehr gut. Okay. Schöne Crashs. Schöne Crashs. So. Wo ist der Underdog? Ach, da ganz vorne. Eieiei. Okay. Ah. Bah, die haben wir gekriegt, sehr gut. Okay, schöner Kill. So, letzte Runde schon, ne? Und, boah, bam. Okay, das war Johnson. So, wir holen uns die Punkte. Die letzte Runde, ja. Okay, vielleicht kriegen wir den ja sogar noch. Na, komm schon. Ui, Kava, du hast einen gekillt, okay. Oh, Mariah, geh weg. Zwischen du. So. Ah. Kriegen wir den Underdog noch? Nein, ich verzweifle, dass das reicht tatsächlich. Shit. Verdammt. Im letzten Rennen nochmal ganz knapp, nochmal verloren. Alter Schwede, wir waren Fünfter. Okay. na gut. Dann nochmal. Ja, letztes normale Rennen. Die Straßen hier in South. Ja. Das letzte normale Rennen, das muss ja schwerer sein, ne? Nicht wahr? So. Machen wir direkt mal, nehmen wir direkt mal hier 500 Punkte mit. Da und hier Marco weg, genau. Und dann einfach hier nochmal rein. In den Supermarkt. Einfach durch den Supermarkt fahren hier. So. 8000 Punkte schon. Ja, nice. Okay. Dann haben wir hier einmal die. Genau. Ah, den Reifen, den hätte ich gerne. Den Reifen, den hätte ich gerne. So. Okay. Den Reifen und dann holen wir erstmal Platzierung auf. So, mir reicht das jetzt nämlich langsam, dass der Typ immer so weit vorne sein muss. So. Und. Ja, wo ist er denn? Oh. Da vorne, da ganz vorne. Eieieiei. Okay, der ist so. So schnell, der Typ. Ja, Rakete. Jawohl, Rakete. Ach, komm schon. Junge, hast du einen integrierten Turbo drin oder was ist los? Was ist mit dir? Du bist so schwer einzuholen. Mensch. Da vorne ist er doch, der Underdog. Der holt sich die ganzen Items, deswegen. Ja, den Reifen nehmen, ja. Ah, danke. So, den Reifen nehmen, weil damit kann man sehr, sehr gut aufholen. So, da ist er doch, der Underdog. Junge. So. Kriegt man... Ja, ich möchte die Spitze übernehmen, bitte. So, 30.000 Punkte, bitte. Und... Ah, Mensch, nochmal. Oh, so. Jetzt reicht's aber echt mal, Underdog.
So. Ah, da ist er doch schon. Junge. Junge. Dreh dich mal um, ja. Ah, nein, nicht richtig rumdrehen. Ach, Yin Yang. Geh mal weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg mit euch. Na, gut, ihr wisst da was. Wir drehen uns um. Wir drehen uns um und machen mal den hier. So. Und wir gucken mal. Weil die fahren ja alle. Ja, genau. Ihr seht das. Und. Mann. Jo. Alles klar. Gib mir ruhig die Punkte. Ist okay. Oh, Scheiße. Oh, shit. Oh, Gott. Die sind zum ersten Mal explodiert. Oh, shit. Okay, das letzte Rennen ist hart. Ja, man muss tatsächlich aufpassen, dass man da nicht zu viel kassiert. Dann explodiert man wirklich. Oh Gott. Okay. Alles klar. Na gut. Oh. Aber ich finde das Level trotzdem geil, also. Nur dass wir den Underdog jetzt nicht kriegen. Das ist echt krass. Es ist Weltkrieg. Ja, das stimmt wohl. So, jetzt kriegen. Ach man, ich rutsche immer in das Schild rein. So, jetzt hier und. Keine Chance. Keine Chance, den zu kriegen. Keine Chance einfach. So. Fahr in den Supermarkt. Die Tiefkühltruhen hier einfach wegräumen. So. So, wo ist jetzt der blöde Underdog hier? So. Ein Underdog ist aber stärker als ein Underdog tatsächlich. Der Underdog. So, und Reifen und jetzt am Schild vorbeifahren, danke. So, dann können wir aufholen. Ey, kack Underdog. Junge, Junge. Ist der schnell, ey. Ist der schnell. So, jetzt können wir den ja sogar. Ja, danke. Oh, endlich. Das heißt, da kann es uns ja jetzt eigentlich egal sein, tatsächlich, ne? Weil wir haben Underdog und wir haben genügend Punkte, um das Rennen als Erster abzuschließen. Wir haben genug Punkte in den anderen Rennen eingesammelt. Und den Underdog kriegen wir jetzt automatisch, weil wir ihn gekillt haben. Ach, genau. So, dann können wir jetzt einfach ins Ziel fahren. Ah, wir haben Underdog gekillt, ey. Gott sei Dank. Endlich. Da fahren wir mal dran vorbei. Ja, das Finish wird definitiv explosiv. Weil wir nichts mehr machen. Ja, also wir müssen einfach ins Ziel. Was? Eigentlich hätte der Wicht killen müssen. Ach, ich werde die ganze Zeit hier gelähmt, das ist blöd. Aber, ja, das wird's egal, dass wir im Publikum standen. Da haben wir Glück gehabt, dass wir Victim gekillt haben, anstatt der uns. Ja. Aber echt Glück, so dann. Oh, wer hat noch Vierter? Underdog. Sehr schön. So muss das sein. Aber das war schlecht. Weil, schaut euch das mal an. Wir sind Elfter, aber wir sind dank unseres Vorsprungs aus den letzten Rennen tatsächlich Erster. Sehr gut. Das heißt, wir haben alle Charaktere. Und wir sind jetzt tatsächlich vor dem letzten Rennen. Biui. Das wird ein geiles Ding. Das sage ich euch jetzt schon. Herzlich willkommen beim B-Movie. Hier versuchen mechanische Monster aus Film und Fernsehen unsere Fahrer zu zermalmen. Die härteste Schlacht, die die Welt je gesehen hat, seit ich mich von meiner zweiten Frau habe scheiden lassen. Okay, ja, das sieht richtig krass aus. Und die Besonderheit hier ist einfach. Der Schaufel vorne dran, das ist so geil. Die Besonderheit hier ist einfach. Ihr seht, das ist eine offene Arena. Wir müssen einfach die Leute hier runterschubsen, weil dann kriegen wir nämlich Kills. So, und das ist genau das Rennen, was ich auch mittlerweile täglich spiele und auf Rekordejagd gehe. Und, ja, schauen wir mal, wie wir das jetzt hier hinkriegen. So, bang. So, weil wir müssen einfach Leute runterschubsen. Tatsächlich. Einfach Leute runterschubsen und, ihr seht das, ne? Die Platten, die gehen einfach weg. Das heißt, die Arena wird hier immer kleiner. So. Einfach Leute runterschubsen.
Mensch! Was ist das so schwer? Normalerweise ist das leicht, die Leute hier runter zu kicken. So, so. Jana ist weg. So, Wiederbelebung, das ist sehr gut, weil da können wir jetzt nämlich einfach, wenn wir Leute sehen, die da in der Nähe vom Abgrund sind, können wir die einfach runterschubsen und selber runterfallen, ohne Punkte zu verlieren. So. So, und zack. Na. Komm schon, die Wiederbelebung ist gleich weg. Ja. Ah. So. Und, eieieiei. So. Genau, einfach runterschubsen. Und mein Rekord hier, kann ich euch sagen, sind hier tatsächlich knapp 700.000. Davon sind wir aber jetzt mittlerweile, glaube ich, sehr weit entfernt. Ne? Eieieiei. Oh, shit. Oh. Schwein gehabt. Schwein gehabt. Aber irgendwie, wenn ich das Spiel privat spiele, gehen die Platten auch viel später runter. Ne, das ist irgendwie viel früher. Oh Gott, nicht runterfallen. So. Ja, mit einem voll ausgebauten Auto ist das einfacher. Definitiv. Und auch mit einem anderen Auto, weil mit Zed geht das irgendwie nicht so gut hier. Aber hey. Aber hey, wir können ein paar runterschubsen. Das ist schon mal gut. So. Wie gesagt, privat ist das richtig krass. Mit einem voll ausgebauten Auto und vor allem mit Craneswagen ist das heftig. Ist das echt heftig, was man hier an Punkten rausholen kann. So. Yo, und wir qualmen. Das heißt, wir müssen einmal runter. Einmal runter. So, jetzt soll ich das sagen. Wir sind bei der Hälfte der Zeit und haben schon 100.000 Punkte. Ach. Das ist echt nicht einfach mit Set, muss man sagen. Aber, yo, Underdog. Und, ah, genau so. Ich meine, wir verlieren zwar 4.000 Punkte, aber gewinnen 5.000 Punkte. Also, oh, der ist selber runter. Okay, der ist selber runtergefahren. Oh Gott, nein. Okay, puh. So. Eieiei. Spatzen hier. Selber spatzen hier. Och, jo. Alles klar. Ich meine, wir haben das Ding eh schon gewonnen. Aber ich hätte schon gerne mindestens die 200.000 Punkte eigentlich. Aber das ist nicht so einfach. Der rutscht ja so viel hier. So. Ah, genau so. Nächste Runde wird dann wahrscheinlich mit Red Vido sein, mit ihr hier. Da spielen wir nochmal alle Rennen. Und, wow. Weil ich brauche auch verschiedene Autos, um verschiedene Stadien am Ende freizuschalten. Und bam. So. So muss das laufen. So, und einfach weiter. Zu schnell. Viel zu schnell. So. Weiter geht's. So, das war Mariah, aber die haben wir nicht runtergeschubst. Inke war runter. Genau. So, und hier und weiter. Naja, Johnson. So. Da sind wir zwar auch runtergefallen, aber Johnson auch. So. Johnson auch. Und ja. So, dann. So. Den Crane können wir runter. Naja. Mit Baidu. So. Shit. Das war ein bisschen zu viel. Okay. Aber hey. Ja. Johnson. Weg mit dir, Johnson. So. Ja, da haben wir auch unseren Joker ausgespielt. Das war nämlich richtig gut. Und wir haben unsere 200.000 Punkte. Hey. So. Voll. So, und dann können wir hier nochmal. Ach, schade. Aber hey, wir haben unsere 200.000 Punkte. Und das ist doch schon mal richtig gut. So. Eieiei. Okay. Mariah gekriegt. Ah, sehr gut. So, schaut euch das an. 215.000 Punkte. Das ist krass. Und mit 150.000 Punkten vor Mariah. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt alle Rennen gewonnen. Und wir stehen auf dem Treppchen als Erster. Sehr nice. Schaut euch diese Autoteile an. Das ist schon richtig krass, ja. So, schaut euch diese Autoteile an. Schaut euch vor allem mal den Boost an.
10 Raketentriebwerke oder was? Eieieiei. Okay, wir speichern es. Okay. Ja, Freunde, dann geht's beim nächsten Mal tatsächlich weiter. Ach, jetzt haben wir hier nochmal eine Story. Okay. Oder was? Ja. Okay. Das Leben meinte es gut mit Zed. Er war Champion und hatte endlich den Emporkömmling Fortune ruiniert, indem er ihm in einem No-Limits-Pokerspiel das letzte Hemd auszog. Auf der Welle des Erfolgs hörte er auf, reiste um die Welt und betätigte sich eine Zeit lang als einer der besten Pokerspieler der Welt, bevor er sich zur Ruhe setzte und ein eigenes Casino in Las Vegas eröffnete. Überflüssig zu sagen, dass Zed ein sehr, sehr reicher Mann wurde. Ja, schon. Studio 33 Programmierer. Jo. Okay. Ja, Freunde, das heißt, wir haben jetzt unsere erste Meisterschaft fertig und ihr seht das Auto. Schaut euch das an, zu so einem Anfängerauto. Boah, das ist schon krass. Gut, Freunde. Hier sind noch ein paar. Die Bonusautos sind noch nicht freigeschaltet, aber sie sind hier Bonusautos. Die werde ich tatsächlich nicht spielen. Aber beim nächsten Mal werden wir tatsächlich mit Red Vido anfangen. Gucken wir uns mal die Geschichte von ihr an. Oh, ist auch eine lange. Auch eine lange Story. Die sind wir beim nächsten Mal durch. Eieiei. Wow, okay. okay. Ja, wir nehmen beim nächsten Mal Red Vido. Ihr seht, wir haben alle freigeschaltet, alle Leute. Ne? Und sehr nice. Und ja, gut, Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Meisterschaft mit Red Vido beim nächsten Mal wieder. Dann würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen, erzählt sie gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.